Hallöchen, ich begrüße euch zu diesem Video. Ich habe das Video, ihr könnt den Titel ja sowieso schon lesen, gesehen bei Anja und Maike von den Book Friends Forever und natürlich auch bei Caroline von Marie Salon de Livre. Und ich habe mich dann jetzt doch nochmal entschieden, den zu machen. Auch wenn jetzt schon Ende März ist und ihr den auch ganz, ganz kurz vorm Ende des Monats erst seht, es ist der Monat für Monat Book Tag für den Monat März. Die liebe Elena vom Kanal Elena Tadi hat diesen Tag gemacht, entwickelt, sich ausgedacht und ich werde einfach genau den gleichen Angaben, Anweisungen folgen, die hier auch drin stehen. Das sind Aufgabenfragen, wie auch immer, die sich auf den Monat März beziehen. Die erste ist: Der Name des Monats März kommt vom römischen Kriegsgott Martius, der Mars. Vor Caesars Kalenderreform begann am 1. März das Jahr. In diesem Monat begann ebenfalls die Feldzugsaison und es gab viel Säbelgerassel. Zeige ein Buch, in dem es Schlachten und Kämpfe gibt. Ich könnte jetzt an dieser Stelle hochhalten: Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Es geht um den Kampf gegen den Krebs, also Gesundheit. Ich könnte genauso gut hochhalten: How to fix a broken heart. Der Kampf gegen sich selbst, gegen die eigenen Gefühle, gegen das, was das Herz will, der Verstand aber einem nicht geben kann oder die Realität einem nicht geben kann. Auch das könnte ich hochhalten. Aber eigentlich möchte ich hochhalten das hier. In diesem Fall ist es die englische Ausgabe: J.K. Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows. Die Heiligtümer des Todes auf Deutsch. Wie viele vermutlich wissen, der letzte Teil der siebenteiligen Reihe und eines ja, ganzen Universums, einer ganzen Generation irgendwie. Ich habe es mir extra hier oben markiert. In dem Fall hier in der englischen Hardcover-Ausgabe, die wunderschön ist, die ich leider noch nicht gelesen habe. Ich habe kein deutsches Exemplar hier. Geht es auf Seite 496 los mit dem 31. Kapitel The Battle of Hogwarts. Und ja, das ist die Schlacht von Hogwarts. Deswegen, ja, werde ich das hier hochhalten. Für mich ist das erstens eine der wenigen Schlachten, tatsächlichen Schlachten, die ich gelesen habe und irgendwie so auch die einzige, die vielleicht da so richtig gemeint wäre. Ich lese nicht wirklich Fantasy, meines Wissens. Ich habe schon mal was Fantasy-mäßiges gelesen mit Schlachten, aber schon eine Weile her und ich wüsste jetzt nicht mehr genau, welches Buch das war. Deswegen das hier. Die Blume des Monats ist das Veilchen, Symbol der Sehnsucht und des Verlangens. Dichter besangen es, Maler malten es. Sogar der große Napoleon trug getrocknete Veilchen von seiner Liebe Josephine im Amulett. Zeige ein Buch, das Blumen auf dem Cover hat. Und das war durchaus sehr, sehr schwierig für mich, denn ich besitze nicht wirklich blumige Cover. Das hat mich vor eine richtige Herausforderung gestellt. Ich habe jetzt ein Buch gefunden, das habe ich allerdings noch nicht gelesen. Und zwar von Deborah McKinley, Die unverhofften Zutaten des Glücks. Das ist, wie man hier oben erkennen kann, ein Lesexemplar und ist noch aus der Zeit, als ich im Buchhandel gearbeitet habe, also durchaus schon länger bei mir. Ich lese aber einmal vor, worum es geht. Ein Rezept zum Verlieben. Aus einer Laune heraus schreibt die Britin Eve dem amerikanischen Bestsellerautor Jack Cooper einen Leserbrief und er antwortet. Zu Beginn eine wunderbare Freundschaft. Beide teilen die große Leidenschaft für das Kochen und gutes Essen. Und beide stecken mitten in einer existenziellen Lebenskrise. Sie spenden sich gegenseitig vorsichtig Trost und Rat, wodurch ihre Beziehung immer inniger wird. Schließlich schlägt Jack ein Treffen in Paris vor. Doch das, fürchtet Eve, kann niemals stattfinden. Es klingt wundervoll. Es steht auch noch drauf, mitreißend erzählt. Deborah McKinley von großen Lebenskrisen, geheimnisvollen Zutaten und einer ganz besonderen Liebe. Keine Ahnung, warum es noch nicht gelesen ist. Es klingt sehr schön. Ist, wie gesagt, eins der wenigen Cover, die ich gefunden habe, mit Blumen auch obendrauf. Es ist auch hinten drauf sind ein paar. Aber ich habe sonst nicht wirklich ein blumiges Cover. Keine Ahnung, was das jetzt über mich aussagt. Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Zeige ein Buch, das eine starke Frau als Protagonistin hat. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe mehrere Bücher, viele würde ich fast behaupten, in denen ist eine Frau dabei oder spielt auch tatsächlich die Hauptprotagonistin und ist stark. So, der 8. März, Internationaler Frauentag. Ich bin der Meinung, wir brauchen das nicht dringend. Wir bräuchten eher an allen anderen Tagen, dass mehr darauf geachtet wird, was und wie für die Frauen getan wird in diesem Land, auf dieser Welt. Ich finde, es sollte immer noch eine Gleichberechtigung sein zwischen allen Geschlechtern und auch damit schließe ich ein, wie jeder sich selbst sieht oder orientiert sieht. Auch egal ob Transmann, Transfrau, sonst irgendwie. Ich kenne mich da echt nicht aus, aber ich würde mir wünschen, dass es einfach,
Ja, dass alles Menschen wären und alle gleich behandelt werden würden. Und zwar gut, dass wir alle gut miteinander umgehen würden und dafür nicht extra einen Tag bräuchten. Aber nichtsdestotrotz, es steht in der Aufgabe eine Frau. Ich zeige hier eigentlich ein Mädchen, denn ich halte mal hoch und ich hätte nie gedacht, dass es jemals tun würde, den ersten Teil von Die Tribute von Panem von Susan Collins. Ich habe das im März gelesen. Und werde natürlich mehr davon erzählen im Lesemonat, wie es mir auch gefallen hat. Tödliche Spiele heißt der erste Teil in dieser wunderschönen Ausgabe. Ich muss ja gestehen, die Ausgabe ist sehr, sehr schön gestaltet. Ich muss nicht viel erklären, worum es geht, glaube ich. Es geht um die Hungerspiele. Da muss in dem Fall Katniss antreten und sich durchkämpfen, um es mal so zu nennen, weil es ja auch der Wahrheit entspricht. Mehr erzähle ich dazu im Lesemonat, auch wie es mir gefallen hat. Das werdet ihr dann hören. Der März steht ganz im Zeichen des Buches, denn es findet die Leipziger Buchmesse statt. Leider in diesem Jahr nicht. Dank Corona haben wir das Vergnügen, 2020 und 2021 keine Buchmesse zu erleben, keine Leipziger Buchmesse. Ich befürchte auch, das wird noch eine ganze Weile dauern, beziehungsweise sich vielleicht auch irgendwann in Zukunft ganz anders gestalten als gewohnt. Trotzdem zeige ich jetzt ein Buch, in dem es um ein Buch oder allgemein Bücher geht. Ein für mich All-Time-Favorite ist David Whitehouse, die Reise mit der gestohlenen Bibliothek. Es geht hier um Bobby Nusku, ein kleiner Junge, der zusammen mit Valerie und der kleinen Tochter, den Namen der Tochter habe ich natürlich wieder vergessen, Rosa, reist er und mit dem gestohlenen Val, Rosa und Bobby reisen sie durch ja, die Gegend, sind ein Stückchen auf der Flucht. Und reisen aber auch durch verschiedene Geschichten und Bücher. Und ich finde es sehr schön, weil, ja, weil es ein gestohlener Bücherbus ist und kein einfach Auto, LKW, was auch immer gefährt, sondern Bücherbus. Und sie haben viele Geschichten mit im Gepäck, die mal immer wieder zur Sprache kommen und so einen Teil mit beeinflussen und mit, ja, mit Thema sind. Und ich finde es sehr schön, aber auch die restliche Geschichte, die hier da drin steckt. Also dieses Buch finde ich sehr schön. Kann ich euch nur ans Herz legen. Es ist eine ganz andere Reise als jede andere Roadtrip mit einem bestimmten Ziel. Und ich finde es ja immer noch so schön, weil ich es vor vielen, vielen Jahren gelesen habe, noch ganz viel davon weiß, den Namen Bobby Nusku vielleicht niemals in meinem Leben vergessen werde und es jedem nur ans Herz legen kann. Der März trägt auch den Namen Lenz bzw. Lenzmonat. Er ist der Frühlingsmonat und zwischen dem 19. und 21. März ist Frühlingsanfang. Zeige ein Buch, das du im Frühling lesen möchtest. So, der 19. oder 20., 21. März ist schon vorbei, aber ein Buch, das ich jetzt dann ganz bald lesen möchte, aus verschiedenen Gründen, es steckt ja auch schon ein Lesezeichen drin, ist das hier, kaum sichtbar lesbar, was es sein soll, mit dem Fingerabdruck, aber vielleicht trotzdem erkennbar. The One, finde dein perfektes Match von John Mars. Ich habe es immer noch nicht gelesen mit diesem wundervollen Buchschnitt. Aber der Drang ist nochmal größer geworden, denn es gibt jetzt eine Serie auf Netflix, soweit ich weiß. Und um die anschauen zu dürfen, muss ich erst das Buch lesen. Also für jeden, der nicht weiß, dass es eine Buchvorlage dazu gibt, es gibt eine Buchvorlage. Ich glaube aber, das wurde schon sehr gut kommuniziert, weil dieses Buch einen absoluten Hype erfahren hat. Es geht hier darum, den perfekten Partner zu finden. Und zwar mit Hilfe der DNA. Und das verspricht einige, ich sag mal so, es wird einiges einfacher. Vielleicht, schätze ich mal, könnte passieren. Es könnte aber auch passieren, dass einiges deutlich komplizierter wird. Und darauf freue ich mich. Es soll wohl auch um verschiedenste Menschen gehen, die was darüber erfahren, über Match Your DNA, den ganz neuen Twist quasi im Online-Dating. Am 21. März ist Welttag der Poesie. Zeige einen Gedichtband. Hast du keinen, kannst du ein sehr poetisches Buch zeigen. Ob das jetzt unter Gedichtband fällt, weiß ich nicht. Das Ganze heißt hier Klang der Stille ist wahnsinnig dünn von Gerhard Schöne und die Fotografie ist von Jürgen Richter. Und zwar sind es wahnsinnig schöne Seiten, gestaltet immer mit einem Bild und einem Text, also durchaus Gedichte. Und da heißt zum Beispiel Klang der Stille: Manchmal liege ich wach und lausche, bang in mich hinein. Kommt das Lärmen noch zur Ruhe? Ist das Schweigen rein? Ist die Stimme schon erstorben, die einst in mir sprach? Kommt ein Same noch zur Reife? Liegt das Feld schon brach? Manchmal liege ich und lausche, ob ich noch verstehe, was die Lerchen mir erzählen über den roten Klee. Höre ich nach,
noch den Klang der Stille wie vor Jahren heut. Hab mich oft vor ihr verborgen, oft zu oft zerstreut. Manchmal liege ich und lausche, und dann kommt es vor, dass der weiche Schoß der Erde hebt mich leicht empor, und dann höre ich deutlich reden, Lerche, Wind und Klee, stehe auf und sage Amen, eh nach Haus ich geh. Es hat oft einen Bezug zur Stille, zur Natur. Zum Teil ist es aus verschiedensten Ländern zusammengetragen, beziehungsweise Märchen verschiedener Länder, afrikanisch, griechisch und dergleichen. Ich habe es aber noch gar nicht in Gänze angeschaut. Also ich habe jetzt gerade eben reingeblättert und finde es wahnsinnig schön. Ich habe es mal auf einem, ich glaube auf einem Büchermarkt mitgenommen in Ardenberg. Und ich bin sehr gespannt, es irgendwie demnächst mal zu entdecken. Vielleicht wäre es das Passende für den Frühling jetzt. Und dann ist mir eingefallen, ich habe hier noch so ein Buch. Das ist auch kein richtiges, was heißt auch, es ist kein richtiges Gedichtbuch. Das Ganze heißt Quotes of Gandhi, ist ein wahnsinnig altes, aber ich finde sehr, sehr schönes Exemplar mit extrem langen Lesebändchen. Und ich finde, es ist sehr schön gestaltet und hat auf jeder Seite, sieht fast immer wie gedruckt aus, also wie so, wie soll ich sagen, wie noch so per Hand gedruckt oder so und vervielfältigt aus. Die Schrift ist wunderschön. Es sind einfach Zitate von Gandhi. Also das, was vorne drauf steht, aneinandergereiht mit Jahreszahlen. Ich finde sie teilweise sehr kryptisch, weil ich einfach nicht aus der Zeit komme, um es mal so zu sagen, und weil ich nicht immer alles so gut nachvollziehen kann. Und andererseits sind aber auch oft Sachen dabei, über die ich danach denke. Und eins davon war das letzte. Manch einer, der meine WhatsApp-Status-Anzeigen quasi liest und sieht, der wird es kennen. Love never claims, it ever gives. Love ever suffers, never resents, never revenges itself. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich das wunderschön. Deswegen, ja, das nehme ich manchmal morgens zur Hand, gucke mir eins der nächsten Seiten an und dann, ja, bin ich irgendwann vielleicht auch durch. Das ist unter anderem auch mein Q, weil Quotes, von meiner ABC-Challenge. Im März ist Fastenzeit. Macht ihr bei der Fastenzeit mit? Wenn ja, habt ihr schon mal eine Art Bücherfasten oder Buchkauffasten gemacht? Welches Buch würdest du gerne kaufen, tust es aber nicht? Die Frage kommt richtig passend, denn ich habe tatsächlich im März kein Buch gekauft. Das muss ich stark überlegen. Ich glaube zumindest, dass ich Panem schon vor dem März gekauft habe, im Februar noch. Ich kann es jetzt nicht mehr sicher garantieren. Aber meines Wissens habe ich im März kein einziges Buch gekauft, keins bestellt, wie auch immer. Ich glaube, ich habe es vorbestellt, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher. Genau, also wenn überhaupt, wäre es Panem, aber ich glaube, ich habe im März tatsächlich kein einziges Buch neu gekauft und habe dementsprechend es tatsächlich mal geschafft, wirklich kein neues Buch hier einziehen zu lassen. Dafür habe ich ein paar Bücher gelesen, mehr dazu, wie gesagt, im Lesemonat, und ich bin da recht stolz drauf, weil ich möchte ja wirklich unterhalb der 400er Grenze bleiben. Noch habe ich es geschafft bisher, auch wenn nicht jeder an mich glaubt, dass ich das wirklich durchziehe, aber ich ziehe es durch. Und deswegen, ja, also ich habe schon mal dran gedacht, es auch schon mal gemacht. Sonst, wenn ich es mir viel bewusster vorgenommen habe, habe ich es nie geschafft, aber jetzt habe ich es geschafft. Welches würde ich mir trotzdem gerne kaufen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt viele, viele Bücher, die mich interessieren. Unter anderem wäre da vielleicht dabei das aktuellste Buch von Joël Dicker. Ich versuche es euch mal hier einzublenden. Das hat im Titel irgendwas mit Das Geheimnis von Zimmer 622 oder so ähnlich. Würde mich interessieren, weil mich einfach eins seiner Werke schon so sehr überzeugt hat. Genauso würde ich aber auch eigentlich jedes Buch von Guillaume Musso bestellen. Sofort. Ich war auch schon kurz davor, jedes davon zu bestellen. Und natürlich würde ich aber auch sofort losziehen und das neueste Buch, wenn wieder dann eins erscheint, von Adriana Popescu oder von Anne Freitag kaufen. Denn ja, da kann ich gar nicht anders. Die werden alle einfach gekauft. Märzmenschen werden durch die Sehnsucht und den Traum zum Aufbruch gerufen. Sie sind aufmerksam, einfühlungsvermögend und Romantiker. Die am Ende des Monats Geborenen zeichnen Tatkraft, Durchsetzungskraft und Abenteuerlust aus. Zeige ein Buch, das einem Märzmenschen gefallen würde. Gar nicht so leicht, auch wenn ich schon mal im Buchhandel stand und Menschen Bücher empfohlen habe. Ich muss quasi in dem Moment, in dem ich hier sitze und genau dieses T-Shirt trage mit Lieblingsmomente drauf, weil heute definitiv ein
Lieblingsmoment war. Ich habe dieses absolute Highlight beendet. Und das zeige ich jetzt. Und ich hätte es auch zeigen können bei den starken Protagonisten. Und ich hätte es auch bei allen möglichen anderen noch zeigen können oder könnte es noch zeigen und werde es bestimmt noch ganz, ganz oft in Zukunft in die Kamera halten. Richtig schwärmen werde ich dann natürlich in meinem Lesemonat davon. Es ist so ein schönes Buch. Ich habe es heute beendet und ich würde es einem Herzmenschen empfehlen. Warum? Weil es Sehnsucht beinhaltet. Es ist viel Feingefühl dabei, wie die Autorin erzählt. Es ist Romantik dabei. Es ist Tatkraft dabei. Es ist Abenteuerlust dabei oder Abenteuer sind dabei. Es hat alles, was ein Märzmensch möchte. Deswegen, ja, würde ich demjenigen definitiv dieses Buch empfehlen, aber auch jedem anderen Menschen auf diesem Planeten, denn das sollte wirklich jeder lesen. Ich finde es grandios und wie gesagt, im Detail schwärme ich nochmal im Lesemonat davon, weil, ja, das kann mir niemand nehmen, dass ich davon auf jeden Fall noch schwärmen werde. Nun schon mal zu sagen, es wird für mich extrem schwierig zu behaupten, welches das beste Buch im März war. Es wird extrem schwierig. Also seid gespannt, wie ich mich bis dahin noch fühle und entschieden habe und mit mir diskutiert habe. Im März weicht langsam der Winter und die Natur erwacht. Zeige ein Buch, das sich durch Naturbeschreibungen auszeichnet. Ja, ich kann nichts anderes tun, als dieses Buch zu zeigen. Ich werde es nicht verraten, was für Naturbeschreibungen es sind. Aber es sind definitiv Naturbeschreibungen. Wir halten uns auch in einem Nationalpark oder Naturpark auf, zwischenzeitlich und kriegen immer wieder, auch in einem anderen Park sind wir noch, wir kriegen immer wieder mal Naturbeschreibungen. Und das finde ich wunderschön. Es geht auch mal um einen Fluss und so weiter und so fort. Also, das hat am meisten Naturbeschreibungen meines Wissens von den ganzen Büchern, die ich bisher gelesen habe oder hier stehen habe. Ich habe kein anderes gefunden, das passen würde. Deswegen darf dieses Buch gleich nochmal genannt werden. Und vielleicht, wie unschwer zu erkennen ist, hier vorne ist drauf ist ein Auto. Schätze mal, ihr könnt alle kombinieren, dass da jemand mit einem Auto unterwegs ist und einen Roadtrip macht. Der März hat 31 Tage. Zeige das 31. Buch aus deinem dritten Bücherregal aus dem dritten Board. Hinter mir seht ihr Buchregal Nummer 1, das größte, deswegen ist es einfach Nummer 1 und es sind die gelesenen Bücher. Dann kommt hier Nummer 2 und dann seht ihr hier den Anfang von Nummer 3. Davon ist es 1, 2, das dritte Board und ich habe schon längst durchgezählt. Damit komme ich zu diesem Exemplar. Es ist vermutlich das abgeranzteste Buch, das ich habe. Also ja, es ist rund gelesen, Leserillen, kaputte Ecken, was auch immer, vergilbt. Es ist wirklich furchtbar eigentlich. Ich habe das Ganze gebraucht, gekauft, auch auf einem Bücherflohmarkt oder dergleichen. Also, ich glaube, für einen Euro oder 50 Cent habe ich es gekriegt. So schaut es eben auch aus. Was ist es denn? Es ist von John Grisham, die Firma. Kennt vielleicht der ein oder andere. Oder den Autor. Ich habe also bisher nur ein Buch von ihm gelesen, von John Grisham, Das Testament. Fand es grandios. Habe mir dann vorgenommen, jedes Buch gebraucht von ihm nur zu lesen. Bis auf eins, das habe ich geschenkt gekriegt. Das ist ein neues Exemplar. Und ja, dieses hier habe ich noch nicht gelesen. Es geht darum, um einen Anwalt, der junge Anwalt, Mitch McDear. Er ist umgeben von tödlichen Geheimnissen, als er dann noch vom FBI unter Druck gesetzt wird, erweist sich der Traumjob endgültig als Albtraum. Die Spannung packt den Leser auf der ersten Seite und lässt ihn nicht wieder los, bis er das Buch zugeschlagen hat. Ja, ich weiß, es gibt auch eine Verfilmung dazu. In diesem Buch sind dann auch Bilder von einem jungen Tom Cruise von dem Film. Bin immer noch sehr gespannt, wie spannungsreich das Ganze geschrieben ist und ob es mich auch tatsächlich heute noch packt oder ob das einfach auch eine Zeit war, in der es noch nicht so viel anderes gab. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Buch Nummer 31. Und die Fanfrage ist dann noch Buchfeilchenpoesie. Da fehlt nur noch der Brief. Zeige ein Buch, das als Briefroman geschrieben ist oder in dem Briefe eine Rolle spielen. Ich habe schon mehrere Bücher gelesen, die als Briefroman geschrieben sind, beziehungsweise eins. Also mein Lieblingsbuch ist einfach ein Briefroman. Den möchte ich euch heute aber nicht zeigen, denn vielleicht habt ihr für immer vielleicht von Cecilia Ahern schon mal gesehen, weil ich schon so oft in die Kamera gehalten habe. Ich möchte an dieser Stelle ein Buch zeigen, das ich ja immer noch sehr im Herzen trage. Der schönste Grund, Briefe zu schreiben von, keine Ahnung, wie man sie ausspricht, Angeles Donati oder so ähnlich.
Denn zu diesem Buch gibt es eine kleine Geschichte. Cossi hat dieses Buch gelesen. Vielleicht kennt sie der eine oder andere noch. Sie ist quasi die Mutter von Booktube. Sie hat das Ganze so ein Stück weit ins Leben gerufen, damals vor unzähligen Jahren. Und sie hat dieses Buch gelesen und danach dazu aufgerufen, ihr Porvenir-Briefe zu schicken. Das habe ich unter anderem auch gemacht. Auch andere haben das getan und es ist eine wahnsinnig schöne Geschichte und Idee daraus entstanden. Worum geht es letztendlich? Es ist so eine Art Kettenbrief, der hier losgetreten wird, damit die einzige Briefträgerin im Dorf nicht arbeitslos wird und ersetzt wird, beziehungsweise ja, eben arbeitslos wird. Und die Bewohner möchten eben etwas dazu beitragen, dass mehr geschrieben bzw. verschickt wird und die Briefträgerin noch was zu tun hat. Wir lernen dadurch ganz viele verschiedene Menschen kennen und auch so ein Stück weit, wie jeder einen Brief schreibt. Und das finde ich sehr, sehr schön. Heißt, wir haben also nicht nur die Geschichte an sich, sondern dann kommt eben auch der Brief. Da steht dann zum Beispiel an irgendeine Unbekannte. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, was du machst. Und die Wahrheit ist, dass es mir im Grunde egal ist. Im Moment weiß ich nicht einmal, wer ich eigentlich bin. Und dann schreibt jeder so eine Geschichte. Die ist dann kursiv gedruckt, also ein Brief. Und die sind zum Teil relativ lang. Und dann geht irgendwann die richtige Geschichte weiter. Und es ist so, so schön, wie man erlebt, dass dieses Dorf zusammenhält, dass die eine Idee haben, dass sie mitmachen, dass so manch ein Mensch mit harter Schale irgendwie doch einen weichen Kern hat und eine leidenschaftliche Hymne an das Briefeschreiben. Gespickt mit Zitaten aus den schönsten Briefen der Weltliteratur, stimmt genau, das ist auch noch der Fall. Also ich kann es nur jedem ans Herz legen. Ein wunderschönes Buch, es ist ja sehr, sehr herzerwärmend, wie man das so schön sagt. Das war mein Video für den Monat März. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude daran, vielleicht das ein oder andere Neue, was ihr entdeckt habt oder noch nicht kanntet an Büchern. Ich würde mich freuen, weil ich schaue solche Videos sehr gerne aus den Gründen, damit ich mal auch neue Bücher sehe und nicht nur die, die ich schon in den letzten Wochen und Monaten bei demjenigen, derjenigen viel gesehen habe. Damit habe ich hoffentlich meinen Auftrag erfüllt. Und wer diesen Tag noch machen möchte, sehr kurzfristig, jetzt Ende März, kann das natürlich noch gerne tun. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Monate, was es da dann noch für Fragen und Aufgaben gibt und werde eventuell auch nochmal mitmachen. Ich habe da durchaus Freude dran und grüße hiermit nochmal Anja, Maike und Caroline. Vielleicht, ja, will aber auch der ein oder andere sonst noch diesen Tag machen. Damit hoffe ich, ihr hattet einen wunderschönen Monat März, habt die Welt draußen, das Wetter genossen. Bei mir war es jetzt irgendwie alles mit dabei, von Schnee und Eis über Regen und Wind, Sturm eigentlich auch und Hagel auch, bis hin zu heute wahnsinnig schöner Sonnenschein und damit auch ja fast schon frühlingssommerliche Temperaturen und Gefühle. Dementsprechend, ja, freue ich mich auf den Monat April mit euch. Ihr werdet dann am Samstag noch natürlich den Lesemonat März sehen. Da schwärme ich noch von den gelesenen Büchern. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal eine schöne Zeit. Lest schöne Bücher, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!